Fremdländische Klänge, bunte Gewänder, zierliche Tänzerinnen. Das Bühnenprogramm beim alljährlichen interkulturellen Fest in Mainz ist Lebensfreude pur. Alle sind stolz auf das, was sie beitragen können. Warum ist dieses gemeinsame Feiern gerade in der heutigen Zeit so wichtig? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich dabei Menschen begegnen, dass man sich direkt kennenlernt. Man redet über die Ausländer, über die Türken, über die Muslime. Und wenn man sich persönlich kennenlernt, dann ist das eine andere Ausgangslage. Dann spürt man, wie differenziert eben Menschen sind, Deutsche genauso wie Ausländer. Wer will, kann sich die Hände mit einem festlichen Henna-Ornament bemalen lassen. Eine im Orient beliebte Zierde. Es herrscht eine freundliche Atmosphäre, von Berührungsängsten keine Spur. Ein Spiegelbild der Stimmung in Rheinland-Pfalz insgesamt. Im Großen und Ganzen gibt es wenig Ausgrenzung und Ablehnung anderer Nationalitäten. Eher freundliches Interesse füreinander, Hilfsbereitschaft. Wie kommt das? Es ist, glaube ich, schon so, dass diese jahrelangen offenen Gespräche, die wir insbesondere mit türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern geführt haben, auch mit den offiziellen Stellen, ihre Auswirkungen haben. Man hat sich eben ein bisschen besser kennengelernt und darauf kann man in schwierigere Zeit jetzt auch aufbauen. Zusammen feiern, tanzen, miteinander reden, das ist ganz eindeutig die Lösung für viele Probleme. Rheinland-Pfalz hat da über die Jahrhunderte viel Erfahrung gesammelt. Der Rhein als wichtige Verkehrsader brachte immer schon Fremde ins Land. Zuckmayer, der berühmte Dichter aus Nackenheim bei Mainz, bezeichnete ihn als die Völkermühle, die Kälte Europas. Viele waren nur vorübergehend zu Gast, andere blieben und so haben sich die Völker schon immer gemischt, voneinander gelernt, einander ergänzt. Wie schade, dass es nicht möglich war, auf dem Fest die köstlichen Düfte einzufangen. Überall lockten liebevoll zubereitete Spezialitäten, ein Fest für alle Sinne. Das strahlende Wetter war noch das i-Tüpfelchen zu einem genussreichen Tag für alle Besucher. Den Akteuren auf der Bühne war der Stolz anzumerken, mit dem sie ihre Kultur präsentierten. Viele von ihnen sind schon seit langem hier zu Hause und dennoch in der Tradition ihrer Herkunftsfamilie geborgen und aufgehoben. Für mich sind junge türkische Frauen, die hier leben, die oft ja, zwei Kulturen versuchen zusammenzubringen, offen in unsere Gesellschaft und daheim eine ganz konservative Situation vorfinden. Ich habe solche Beispiele persönlich kennengelernt. Das sind die Heldinnen unserer Zeit, das muss man sagen. Bei den jungen Männern funktioniert es häufig, aber eben nicht immer. Da ist dieses Pascha-Verhalten halt manchmal überbordend. Da muss man sagen, so nicht, so bei uns nicht. Zum 41. Mal findet das Fest in Mainz statt. Über die Jahre hat es sich zu einem festen Bestandteil des öffentlichen Lebens entwickelt. Auf ihrem Rundgang besuchen die Stadtoberen die Stände, informieren sich über Projekte und hören zu, welche Anliegen es gibt. Natürlich wird dabei auch das eine oder andere probiert. Ohne gar nichts. Das bringt gute Stimmung und hilft, wenn man vielleicht auch mal unterschiedlicher Meinung ist, was im politischen Alltag durchaus mal vorkommen kann. Menschliches Zusammenleben ist immer schwierig. Aber wenn eine solide Basis des Miteinanders vorhanden ist, dann können auch Spannungen bewältigt werden. Ich glaube, es gibt viel guten Willen in Deutschland. Das müssen wir vermitteln. Auf der anderen Seite aber auch deutlich machen, wir sind ein offenes Land, das wollen wir bleiben. Aber wir haben auch unsere Art zu leben, die von Toleranz geprägt ist, aber eben auch erwartet, dass man unserer Lebensart Respekt entgegenbringt. Und das müssen wir voneinander lernen, nicht überheblich, nicht indem wir alles besser wissen, aber doch indem wir auch auf unsere Geschichte und unsere Kultur den Stolz zeigen, den wir zu Recht anderen Völkern, anderen Religionen, anderen Kulturen auch entgegenbringen wollen.
Bei den Kindern ist alles immer am einfachsten. Denen ist es völlig egal, wer woher kommt, welche Sprache zu Hause gesprochen wird. Wichtig ist allein, dass man gut miteinander klarkommt. Auf die Frage, wodurch die Besserung der Welt erreicht werden kann, wissen viele die Antwort und schreiben ihre Gedanken auf das große Plakat. Sich in die Not anderer hineindenken zu können, ist gerade angesichts der aktuellen Flüchtlingsproblematik eine unverzichtbare menschliche Fähigkeit. Ich glaube, mit Empathie und Verstand kann man sich in eine solche Rolle auch hineinempfinden und hineindenken und eine vernünftige, realistische Integrationspolitik mitvertreten und mittragen. Das Seltsame ist ja, dort, wo es die wenigsten nicht-deutschen Ausländer gibt, sind die Ablehnungsreaktionen oft am häufigsten. Wenn man die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern sieht, nicht mal 3% der Bevölkerung sind Nicht-Deutsche dort. Und die Reaktionen, die haben wir ja gerade bei der jüngsten Landtagswahl erlebt, mehr als 20% Rechtspopulisten und Rechtsradikale. Das ist schon erschreckend. Mitten im Trubel des Festgeschehens auf einmal meditative Ruhe und volle Konzentration. Die Tai-Chi-Gruppe des Weißen Kranich aus Mainz zeigt am Stand der deutsch-chinesischen Gesellschaft, dass viele Traditionen aus fremden Kulturen inzwischen in das deutsche Alltagsleben ganz selbstverständlich integriert sind. Und es sind Einflüsse aus allen Kontinenten. Die aktuelle Statistik weiß es genau. 38.520 Ausländer aus 169 Nationen haben ihren Hauptwohnsitz in Mainz. Sie alle, trotz ihrer jeweiligen Unterschiedlichkeit, zu einer solidarischen Gemeinschaft zusammenzuschweißen, das ist die hohe Kunst der Politik. Ich glaube in der Tat, dass wir gelernt haben müssen, dass solche Parallelgesellschaften, also all die Leute sammeln sich in bestimmten Straßenzügen, in bestimmten Stadtvierteln und bleiben unter sich, dass das kein Integrationsansatz ist. Die sollen ihre Kultur leben können und das kann auch eine Bereicherung sein. Aber wenn man nur sich intern in der eigenen Denkweise bewegt, dann geht das daneben. Kraft brauchen die Männer, die den Reiskuchen Mochi stampfen, eine ganz besondere japanische Spezialität, die traditionell an Neujahr gegessen wird. Beim Fest verkaufen die in Mainz lebenden Japaner die beliebten Leckereien gekleidet in ihre kostbaren traditionellen Gewänder. Es sind an diesem Festsonntag auf den Mainzer Domplätzen so viele wunderschöne und reich verzierte Trachten zu sehen. Schade, dass wir sie so selten bewundern können. Auch wenn dieses interkulturelle Fest den Eindruck erweckt, alles sei gut, gibt es natürlich auch die andere Seite. Viele fühlen sich im Stich gelassen. Wohnungsnot, Altersarmut, fehlende Bildungschancen, das sind Probleme, die auch Deutschen das Leben schwer machen. Da ist es notwendig, deutlich zu sagen, dass Hilfsbedürftigkeit unabhängig von der Herkunft ist und alle auf Unterstützung zählen können. Wir müssen eine Politik machen, die den weniger gut gestellten Menschen in Deutschland signalisiert, ihr geratet jetzt nicht aus dem Blick. Alles geht nur noch um Flüchtlinge, alles geht nur noch um Integration. Das, glaube ich, müssen wir vermeiden. Beim orientalischen Bauchtanz gibt es inzwischen eine große deutsche Fangemeinde. Den Tänzerinnen wie den Zuschauern macht es gleichermaßen Freude. Dazu noch ein kleiner Schwertkampf, glücklicherweise nur zum Spaß. Das Bühnenprogramm zeigt beeindruckend die kulturelle Vielfalt in Mainz, die so den wenigsten bekannt ist. Gegen Nachmittag war trotz der Hitze von Erschöpfung nichts zu spüren. Südländisches Temperament und heiße Rhythmen brachten den Platz zum Kochen. Bester Beweis dafür, dass es doch jammerschade wäre, wenn wir diese Menschen nicht bei uns hätten.
in einer offenen Welt zu leben. Dazu gibt es keine Alternative mehr. Und alle, die Sprüche machen, man könne sich sozusagen durch geschlossene Grenzen das alles vom Hals halten, dem müssen wir sagen, dann werden wir eben auch nicht jeden zweiten Cent verdienen an internationalen Märkten, weil Grenzen nach außen offen zu halten, damit wir verkaufen können, und nach innen völlig geschlossen, das wird nicht funktionieren. Das Fest ist der Höhepunkt der interkulturellen Woche mit einem reichhaltigen und differenzierten Programm. Ein Kraftakt für die Veranstalter und ein Gewinn für alle Teilnehmer. Einen großen Applaus an die Mannschaft vom Interkulturellen Büro und an den Ausländerbeirat dafür, dass sie es immer wieder hinkriegen, trotz Budgetkürzungen und sonst was, dass das immer wieder ein schönes Fest wird. Zum Abschluss mobilisiert Moulay Essek vom House of African Art die letzten Reserven. Zusammen mit seinem Trommelkurs legt er ein furioses Finale hin. Ein Tag geht zu Ende, der für Besucher wie Beteiligte einen bunten Strauß an Impulsen und Erlebnissen gebracht hat. Vieles davon wird weiterwirken, im Alltag Wurzeln schlagen und neue Blüten treiben. Im Schatten des Doms werden sich die Menschen auch weiterhin treffen, einander begegnen, sich austauschen und gemeinsam die Zukunft von Mainz gestalten.